wenn ich eine andere schwarze Frau sehe, vor allem eine deutsche schwarze Frau sehe oder einfach eine Nicht-Weiße, die Ding macht und erfolgreich ist darin, dann empowert mich das. Repräsentation ist wichtig, weil Menschen und vor allem Kinder jeglicher Herkunft und mit allen möglichen Wurzeln sehen müssen, dass sie alles erreichen können und dass sie überall stattfinden. Wenn du gar nicht dich wieder siehst in dieser ganzen Medienwelt, in Filmen, Fernsehen, alles, was es so gibt, dann wie sollst du überhaupt merken, dass du überhaupt relevant bist, wichtig bist, also auch im echten Leben? Es ist wichtig, um Mut zu tanken, es ist wichtig, um Träume zu haben. Wenn du es halt nicht in deiner Nähe hast und nicht siehst, es gibt einen Weg, es so zu machen, es gibt einen Weg, es so zu machen, dann wirst du es niemals wissen. In meiner Kindheit und Jugend war Repräsentation fast nicht vorhanden. Ich erinnere mich noch an den Farbmalkasten. Wir hatten einen Farbmalkasten, in dem es Deckweiß und Rot gab. Und das wurde zusammengemischt und das war dann Hautfarbe. Insofern kam ich in meiner Kindheit gar nicht vor. Also wenn ich mich einfach nur daran zurückerinnere, deutsche Unterhaltungsindustrie, Medienlandschaft, gab so gut, also gefühlt keine POC. Wenn in unserer Gesellschaft, in unserer Öffentlichkeit bestimmte Menschengruppen immer wieder als Probleme auftauchen, als Missstände auftauchen, dann assoziieren wir diese Menschen nur noch damit. Mediale Klischees und Stereotypen sind etwas, mit dem ich in meinem ganzen persönlichen Berufsfeld ja täglich konfrontiert bin. Also ich muss mir immer überlegen, bekomme ich den Job jetzt nicht, weil ich so aussehe, wie ich aussehe oder weil ich so bin, wie ich bin. Man kann der schwarze, freche Kumpel sein, aber auch nur in der Nebenrolle. Man ist nie die Hauptrolle. Daran merkt man einfach nur, wie undurchmischt und einseitig diese Medienlandschaft ist hierzulande. Und wenn man nur eine Facette der Menschheit dauernd repräsentiert in den Medien oder sonstiges, ist es keine Repräsentation und es gibt nun mal mehr als eins. Diese Klischees und die Stereotypen, die bringen uns in irgendwelche Boxes, aber da wollen wir gar nicht rein. Wir wollen ja zusammenkommen. Ich finde es schade, wenn Leute dir einen Stempel aufdrücken oder dir sagen, dass du jemand bist, der du nicht bist. Ich fühle mich empowered, wenn jeder so sein kann, wie er möchte. Ich fühle mich empowered, wenn ich auf ein Event gehe und nicht einfach die Quotenschwarze oder ja, der Quotenausländer bin. Wenn ich meine Leute gewinnen sehe. Ich fühle mich empowered, wenn ich viele Menschen sehe an einem Ort, die für die gleichen Dinge kämpfen und für die gleichen Werte stehen. Ja, Deutschland ist ein Land der Pseudokorrektheit. Deutschland ist am Anfang, ganz am Anfang, und es gibt noch einen langen Weg zu tun. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass sich das auch ändert gerade so. Und das ist, vor allem in letzter Zeit sehe ich das oft und das ist jedes Mal echt ein schönes Gefühl. Für die Zukunft wünsche ich mir Gleichberechtigung. The future is equal. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir zusammenwachsen und voneinander lernen, dass wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln. Dass meine Community mehr präsentiert wird. Ich wünsche mir mehr Austausch unter People of Color und Austausch auch mit den Leuten, die nicht People of Color sind. Dass man nicht direkt verdächtigt wird, weil man schwarz ist. Und ich hoffe, dass sich alle ihrer Verantwortung bewusst werden. Dass alles gar kein Thema mehr sein muss, sondern dass es selbstverständlich ist. Dass immer dann, wenn wir an einem Ort sind, wo diese Vielfalt nicht vorkommt, uns ganz selbstverständlich fragen, wo ist sie? Weil Sichtbarkeit. Weil Sichtbarkeit. Weil Sichtbarkeit. Das Wichtigste ist. 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 Representation matters. 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 Representation matters.